werden wir von Außerirdischen besucht? Besteht womöglich längst Kontakt zu fremden Zivilisationen? Was passiert mit Berichten von UFO-Sichtungen? Unterliegen diese Informationen der Geheimhaltung? Auf unserer Suche nach Erklärungen stießen wir auf Erstaunliches. Der ehemalige kanadische Verteidigungsminister Paul Hallier sagte anlässlich einer Eröffnungsrede der Universität von Toronto: UFOs sind so real wie die Flugzeuge, die über unseren Köpfen fliegen. Ist das wahr? Eine Anfrage an das deutsche Verteidigungsministerium ergab keine Antworten, sondern die Aufforderung, uns an die deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft DLR zu wenden. Die DLR teilte uns mit, dass es keine öffentlichen Stellen in Deutschland gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Nicht ganz richtig, wie sich herausstellte, denn zumindest das Landeskriminalamt Niedersachsen war freundlicherweise zu einer Stellungnahme bereit. Wir befinden uns vor dem Landeskriminalamt Niedersachsen. Dort werde ich Herrn Federau vom LKA gleich begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Federau. Herzlich willkommen. Die Polizei erhält ja unwahrscheinlich viele Meldungen über Lichtereignisse, Himmelsphänomene. Und da sieht es so aus, dass natürlich jedes Ereignis, was uns gemeldet wird, natürlich genauestens überprüft wird. Das heißt, wir werden uns das Phänomen anschauen. Wir werden dort einen Streifenwagen hinsenden und der wird probieren, dieses Phänomen zu ergründen. Hannover wurde Anfang des Jahres als UFO-Hochburg bezeichnet. Wir von der Polizei, wir prüfen das Ereignis und es wird auf jeden Fall auch dort immer ein Vermerk für unsere Akten gefertigt. Werden diese Sichtungen auch an andere Regierungsstellen weitergegeben? Also auf jeden Fall wollen wir dieses Phänomen ergründen. Das heißt, wir tauschen uns natürlich intern aus, polizeilicher Seite. Wir holen uns natürlich auch Informationen von anderen Stellen ein. Und rein hypothetisch würden wir zu einem außergewöhnlichen Urteil kommen, würden wir es entsprechend auch weitermelden. Rein hypothetisch. Gibt es einen Plan für den Fall, dass außerirdische Besucher landen sollten? Also wir haben jetzt keinen Ablaufplan oder einen Ereignisplan, der uns einen Ablauf vorzeichnet, wenn Außerirdische hier in Deutschland oder in Niedersachsen landen würden. Sowas haben wir bezogen auf diesen Anlass natürlich nicht. Wir haben aber für alle Ereignisse, insbesondere auch für Schadensereignisse, natürlich Ablaufpläne. Ich denke einfach mal an den Tsunami 2004. Dort wurden hier Maßnahmen getroffen oder Eschede in Celle vor 10 Jahren, wo über 100 Personen beim ICE-Unglück ums Leben gekommen sind. Auch dort sind entsprechende Pläne in unseren Schubladen, sodass wir genau wissen, welche Aufgaben wir abarbeiten müssen. Eine der inoffiziellen Stellen, die sich in Deutschland mit der UFO-Thematik beschäftigen, ist die MUFON-CES-Gesellschaft zur Untersuchung von anormalen atmosphärischen und Radarerscheinungen. Ein Termin mit dem ersten Vorsitzenden dieser Organisation, dem Astrophysiker und UFO-Forscher Herrn Illobrand von Ludwiger, soll klären, warum das UFO-Thema in Deutschland so stiefmütterlich behandelt wird. Wir befinden uns am Flughafen Hannover und werden gleich nach München fliegen, um Herrn Illobrand von Ludwiger Fragen zu unserem Projekt UFOs zu stellen. Herr von Ludwiger, deutsche Regierungsstellen und Polizei halten sich mit Informationen über Sichtungen sehr bedeckt. Unterliegen diese Informationen womöglich der Geheimhaltung? Wir haben ja auch schon mit Behörden zu tun gehabt und ich weiß, dass es hier in Deutschland keine Stelle gibt, die den Befehl bekommen hat oder den Auftrag bekommen hat, diese Sachen zu sammeln oder zu untersuchen. Vielleicht sollte ich hier doch dazu sagen, dass wir seit 30 Jahren davon ausgehen können, dass staatliche Stellen, staatliche Untersuchungsbehörden festgestellt haben, dass es dieses Phänomen gibt. Sie sagen nicht, was es ist, nur dass es unidentifizierte Phänomene gibt. Das ist durch die Akademie der Wissenschaften festgestellt worden. 1979 durch zwei amerikanische Untersuchungsbehörden. Einmal ist es Material der Air Force, der US Air Force, analysiert worden vom Battelle Memorial Institute. Die haben 343 Fälle nicht aufklären können und werden es auch nicht in absehbarer Zeit aufklären können. Die Franzosen haben ja eine staatliche Untersuchung und haben da 273 Fälle 1977 nicht aufklären können. Das CON-Komitee
hat ein paar Fälle untersucht, aber da 30 Fälle auch nicht aufklären können. Naja, also insgesamt kommen da 1187 Fälle zusammen, wovon man ausgehen kann, dass das nicht identifizierte Flugobjekte sind. Und dahinter kommt man nicht zurück. Die sind nicht anzuzweifeln. Es gibt natürlich beliebig viel mehr, aber das ist mit wissenschaftlichen Methoden von staatlicher Seite geprüft. Man geht davon aus, dass jeder 10. Bericht etwa gesammelt wird und die Sammlung, die man von den nicht identifizierten hat, belaufen sich jetzt auf 150.000. Das sollte man eigentlich mal sagen. Das heißt also, wenn jeder 10. Fall nur berichtet wird, dass es über 1 Million Zeugen auf der ganzen Welt gibt, mindestens. Also die Deutschen haben kein Interesse, es wird nichts gesammelt, und wenn es zu einer interessanten Begegnung zwischen Piloten und so einem Objekt mal gekommen ist, dann weiß ich, dass jedenfalls vor vielen Jahren, 1976, die Amerikaner den Zeugen untersucht haben, den deutschen Piloten, aber nicht die deutschen Stellen. Wissen die Amerikaner mehr? Der Arzt und UFO-Forscher Dr. Stephen Greer ließ für sein Disclosure Project hochrangige Persönlichkeiten aus Militär und ziviler Luft- und Raumfahrt vor dem Nationalen Presseclub in Washington zum Thema UFOs sprechen. Das Disclosure Project fordert die Liberalisierung des Umgangs mit UFO-Fakten, insbesondere die Anhörung seiner Zeugen vor dem Senat und die Freigabe geheimer UFO-Dokumente seitens des Präsidenten. Eine überfällige Forderung, wie es scheint, denn in den Köpfen der Amerikaner ist das UFO-Thema längst fester Bestandteil. So wundert es nicht, dass Aussagen über UFO-Begegnungen ohne Berührungsängste mit diesem sensiblen Thema vorgetragen werden. Wir beginnen mit John Callahan, dem Leiter der Unfallaufklärung der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FAA. Gegen 9 oder 10 Uhr an diesem Morgen im FAA-Beratungsraum saßen 3 Männer aus Reagans Wissenschaftsstab, 3 CIA-Beamte, 3 FBI-Angehörige und andere, die ich nicht kannte, mit all den FAA-Experten zusammen, die ich mitgebracht hatte, da sie mit der Funktionsweise von Hard- und Software vertraut waren. Wir machten eine kleine Präsentation, zeigten ihnen das Video, die Daten und Computerausdrucke. Sie wurden ganz aufgeregt. Als wir fertig waren, sagte ein CIA-Mitarbeiter, dass die Leute nun zur Geheimhaltung verpflichtet würden und dass dieses Treffen und Ereignis niemals stattgefunden hätte. Ich fragte sie, warum, denn ich dachte, es ginge nur um den Stealth-Bomber. Er sagte, zum ersten Mal liegen Radaraufzeichnungen über ein UFO vor und diese Leute hier sind ganz verrückt nach den Daten. Ich sagte, na, dann erzählen Sie der Öffentlichkeit davon. Aber er erwiderte, nein, wir erzählen der Öffentlichkeit nichts davon, sie würde in Panik geraten. Wir werden das Ganze erst einmal untersuchen müssen. Ich sagte, okay, was hätte ich auch anderes machen können? Diese Geschichte hatte ich schon oft erzählt und meistens spöttische Blicke geerntet. Aber ich habe bei mir die Sprachaufnahmen der beteiligten Fluglotsen, die Originale von der FAA. Nachdem wir alle Kopien an das Team des Präsidenten übergeben hatten, wussten wir nicht, was wir nun tun sollten. Wir machten keinen Unterschied zwischen UFOs und normalem Luftverkehr. Darum war das nicht unser Problem. Ich habe eine Kopie der Originalaufnahmen, die wir gemacht haben, was sehr interessant ist. Da es sich nicht um ein FAA-Luftverkehrsproblem handelte, blieb der Bericht der FAA einfach auf meinem Schreibtisch im Büro liegen und dort blieb er, bis ich pensioniert wurde und ein Mitarbeiter mir half, meine Sachen zu mir nach Hause zu bringen. Herr von Ludwiger, sind nach Ihrem Kenntnisstand in Deutschland Sichtungen von UFOs bekannt, die durch Radar bestätigt wurden? So wie es in Amerika die Luftaufzeichnungen über Radar gibt, auch in England und Frankreich, so haben wir das in Deutschland selbstverständlich auch. Bloß es obliegt dem Militär, darüber Angaben zu machen. Und wir haben ja aus der Schweiz militärische Radardaten, unidentifizierbare Flugspuren bekommen.
Wie sehen solche Radaraufzeichnungen aus? Und handelt es sich dabei wirklich um UFOs? Herr von Ludwiger öffnet für uns sein umfangreiches Radararchiv. Das sind alles Originalaufnahmen. Also diese Sachen sind wirklich nicht zu identifizieren, diese Spuren. Da haben wir gleichzeitig diese Höhenprofile dazu. Oder hier. Sie sehen, hier kommt also ein Objekt ganz langsam mit etwa 210 Stundenkilometern. Und hier geht es plötzlich ganz schnell weg. Und zwar mit der dreifachen Schallgeschwindigkeit geht es in diese Richtung und verliert sich dann hier. Also das ist so typisch. Ohne Transponder kommt ganz langsam und fliegt 90 Grad ganz rasch beschleunigend weg. Dazu gibt es noch ein anderes kleines Objekt hier, was auch kein Transponder mit sich führte, also auch ein unbekanntes Objekt ist. Aber das finde ich doch recht überzeugend. Dann gibt es noch ein anderes Objekt hier, dieses Grüne. Also es sind drei Objekte hier zu sehen, aber das Schwarze ist das, was diese seitliche Bewegung macht. Wie häufig sind diese unerklärlichen Radarerfassungen? Enrique Kolbeck, Air Traffic Controller am internationalen Flughafen Mexiko, spricht über die Gefahren für den Luftverkehr. Am 4. März 1992 erfassten wir zum Beispiel 15 Objekte westlich des Toluca-Flughafens. Er ist sehr nahe am internationalen Flughafen, ungefähr 50 Meilen entfernt. Dann am 28. Juli 1994 hatten wir einen beinahe Zusammenstoß oder etwas, was man so nennen könnte, mit einem internationalen, ich meine nationalen Flug von Aeromexico 129, dessen Pilot Raimundo Cervantes Aruano hieß. Irgendetwas krachte in sein Hauptfahrwerk an der linken Seite. Dies geschah nachts, etwa gegen 22.30 Uhr. Eine Woche später, im selben Jahr, zur selben Zeit, hatte Aeromexico Flug 904 ebenfalls einen beinahe Zusammenstoß. Der von Pilot Corso, Kapitän Corso, um 11.30 Uhr morgens gemeldet wurde. Wir erfassten das Objekt auf dem Radar, ganz plötzlich, nur für einen Moment. In der darauffolgenden Woche wurden viele Sichtungen von Piloten gemeldet. Sie informierten uns über merkwürdige Lufterscheinungen, so etwas wie grelle Lichter zu verschiedenen Zeiten, und wir erfassten einige davon in jener Woche. Doch am 15. September 1994 sahen wir es fast 5 Stunden lang auf unserem Radar. Einem neuen Gerät. Wir glaubten, dass das neue Gerät nicht richtig funktioniert. Denn es passiert nicht oft, dass man dasselbe Objekt 5 Stunden lang erfasst, ohne dass es sich bewegt. Wir wurden uns mit den Radarexperten unseres Landes darüber einig, dass das System korrekt funktionierte. Es war sehr aufregend und eine große Überraschung, als wir am nächsten Morgen von dem Reporter Jaime Maussan hörten, der diese Fälle in Mexiko untersuchte. Dass viele Menschen in der Stadt Metepec eine Sichtung hatten. An einem anderen Ort im Südosten des Toluca-Flughafens, wo eine große fliegende Untertasse von vielen Menschen gesichtet wurde, offenbar mit einem Durchmesser von 15 Metern, welche aufblitzte oder auf den Boden aufkrachte. Dann, am 24. November 1994, wurde unser neues Radarsystem offiziell eingeweiht.
Seitdem bekommen wir sehr genaue Informationen. Die Sichtungen werden zeitgleich vom Piloten und auf dem Radar gemacht. Darum bin ich hier, denn in meinem Land halten wir dies für sehr gefährlich. Wir haben noch viele weitere Fälle, aber ich möchte keine Zeit mehr darauf verwenden. Es ist sehr wichtig, dass die Welt von diesen Vorfällen erfährt, denn sie sind sehr gefährlich für den Luftverkehr, vor allem in meinem Land. Ich weiß nicht, warum das in meinem Land so oft passiert, aber Fakt ist, dass es passiert und wir halten es für gefährlich. Wir hatten bislang glücklicherweise nur einen Zusammenstoß, aber wir wollen keinen weiteren. Vielen Dank und bitte entschuldigen Sie mein Englisch. Die mexikanische Luftaufsichtsbehörde befürchtet, dass es zu Zusammenstößen von UFOs und Flugzeugen kommen könnte. Halten Sie eine solche Gefährdung auch in Europa für realistisch? Das sehe ich auch so. Es ist zwar sehr selten, aber es ist ja nicht so, dass man alle Augenblicke UFOs sieht. Aber es ist ja schon dazu gekommen. In Spanien war das, ich glaube, es war auch vor 30 Jahren schon, gab es einen Fall, wo eine Zivilmaschine notlanden musste, weil so ein Objekt so nahe gekommen ist. In Valencia, in der Nähe von Valencia ist das gewesen, musste die Maschine notlanden. Doch, das kann immer wieder passieren. Und dann in Deutschland ist es ja passiert, bei Kloppenburg 1976, als dieser Privatflieger, von dem ich schon vorhin sprach, einer Kugel begegnete, die neben ihm flog und das die ganze Maschine zur Rotation, zum Rollen gebracht hatte. Alle Gegenstände, die nicht fest verschraubt waren, sind auf ihn gefallen, er ist sogar verletzt worden. Also das kann ja jeden Tag wieder passieren. Besteht wirklich ein ernstzunehmendes Risiko für den Flugverkehr? Und wie kann es zu einer Kollision kommen? Ein deutsches Fernsehteam machte in Porto Aufnahmen von einer beinahe Kollision zwischen einem UFO und einer startenden Linienmaschine. Ein Augenzeuge berichtet. Wir befinden uns vor dem Aeroclub Hildesheim. Dort werde ich den Journalisten und Piloten Gunter Hartung gleich begrüßen. Mitte der 1990er Jahre war ich mit einem Fernsehteam des Norddeutschen Rundfunks in Portugal. Unser Auftrag war, eine Reportage zu machen über die Einführung der Fokker 100, eines zweistrahligen Flugzeugs, das von der Portugalia unter anderem in Portugal benutzt wurde und eingeführt wurde in den Liniendienst. Wir drehten in Lissabon und anschließend in Porto. Als wir mit dem kompletten Material zurück waren in Hannover, sagte ich meiner Cutterin, mach doch schon mal Materialanalyse, ich gehe mal ins Casino zum Essen, kannst ja schon mal gucken, ich brauche so ein paar Szenen startende, landende Flugzeuge in Porto als erstes. Während ich beim Essen war, kam sie von dem Obergeschoss runter ins Casino und sagte mir, du, ich habe da etwas ganz Merkwürdiges am Schneidetisch gesehen, das solltest du dir mal angucken, unterbrich dein Essen mal. Ich tat das und sah im langsamen Lauf am Schneidetisch ein merkwürdiges Fluggerät, was vor dem rechten Flügel aus unserer Blickrichtung, aus der Richtung der Kamera betrachtet, hinter dem Flügel also, in einem Winkel von 45 Grad von unten nach oben schoss. Ein merkwürdiges Etwas, was aussah wie ein länglicher Quader mit einer Struktur vergleichbar rechts und links wie die alten klassischen Fernsehantennen, die wir noch kennen, die auf den Dächern standen. Und am oberen Bildrand klappten diese beiden Flächen rechts und links also auch noch V-förmig nach oben weg. Wir wussten keinen Rat und ahnten nicht, was das denn sein konnte. Beschäftigten uns tagelang immer wieder damit und sagten, was wir da auf dem Bild haben, ist zweifelsfrei ein UFO. Denn es ist ein unbekanntes Flugobjekt. So viel stand fest. Aber was es war, welcher Effekt das war, wissen wir nicht. Wir haben das Material geschickt zu MBB nach Hamburg-Finkenwerder. Das ist der Vorläufer der EADS auf deutscher Seite, also die, die am Airbus-Projekt unter anderem arbeiteten. Und die Flugzeugtechniker
und Physiker rechneten und rechneten und kamen zu folgendem Schluss. Wenn das, was wir da sehen, real ist, dann ist das ein Fluggerät in der Größenordnung eines mittleren Omnibusses, das in dem Augenblick, wo wir es sehen, mit ungefähr 8.000 bis 9.000 km/h schräg in den Himmel schießt. Das kann natürlich alles gar nicht sein. Wir haben uns sofort erkundigt, ob in der Nähe des Flughafens Porto irgendwo eine militärische Einrichtung ist, wo Bodenluftraketen zum Test abgeschossen werden, wenngleich das natürlich irrsinnig wäre, so etwas direkt an einem internationalen Flughafen zu etablieren. Da gibt es auch gar nichts dergleichen. Wir haben hin und her überlegt und sind eigentlich bis zum heutigen Tage über 15, 16 Jahre zu keinem Ergebnis gekommen. Hier sehen wir die Originalaufnahme noch einmal in der Vergrößerung. Die Zeitlupe zeigt das Objekt deutlich vor der rechten Tragfläche. Falschfarben machen das Objekt noch deutlicher sichtbar. Sollte diese Aufnahme tatsächlich ein Raumschiff einer außerirdischen Intelligenz zeigen? Immer wieder hört man, dass das amerikanische Militär wahrscheinlich im Besitz von einem oder mehreren abgestürzten UFOs ist. Reine Fantasie, Mythos oder Wahrheit? Die Aussage eines ehemaligen amerikanischen Stabsfeldwebels lautet wie folgt. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Clifford Stone. Ich war Stabsfeldwebel der US-Armee mit einer Sicherheitsfreigabe für Nuklearbereiche. Ich konnte jede Freigabe bekommen, die ich brauchte, um bei Sondereinsätzen tätig zu werden. Ich spreche dabei von Situationen, in denen wir tatsächlich Bergungen durchführten, abgestürzte Untertassen wegschafften oder deren Trümmer. Bei einigen Abstürzen fanden wir auch Körper vor, von denen einige noch am Leben waren. Hierzu erzählten wir der amerikanischen Öffentlichkeit und der ganzen Welt, dass es solche Vorfälle nicht gäbe. Ich würde bei einigen Fällen gerne mehr ins Detail gehen und später gerne Ihre Fragen über meine Tätigkeit beantworten. Sie können über Dr. Greer ein Gespräch mit mir vereinbaren. Wir haben dem amerikanischen Volk erzählt, dass es keine UFOs gibt. Ich war dabei, als wir diese Objekte geborgen haben, und wir wissen, dass sie von Außerirdischen stammen. 1969 hatte ich ein Erlebnis, als ich auf Fort Lee in Virginia stationiert war. Wir fuhren nach Indiatown Gap, Pennsylvania. Dies war das allererste Mal, dass wir ein UFO bargen. Als wir ankamen, waren schon Leute von uns auf dem Gelände. Wir waren zur Verstärkung gekommen, eigentlich als ABC-Team, denn es sollte sich nukleares Material an Bord befinden. Später wurde den meisten Beteiligten gesagt, dass nichts an Bord wäre und dass lediglich eines unserer Flugzeuge abgestürzt sei. Doch ich weiß es besser, denn ich war einer von denen, die mit dem Geigerzähler Ausschläge maßen. Ich war der Erste, der hineinging und die Körper sah. Und das war nur der erste von 12 derartigen Vorfällen. UFO-Abstürze geschehen nicht jeden Tag. Sie sind selten. Ich weiß, dass wir nicht allein im Universum sind. Ich weiß, dass das Ausbleiben eines Beweises kein Beweis für das Ausbleiben ist. Es gibt Beweise, die dem amerikanischen Volk vorenthalten wurden. Ich stehe heute vor Ihnen und dem Allmächtigen und sage Ihnen, wenn der Kongress mich einberuft und fragt, ob ich detailliert aussagen will, dann bin ich bereit, genau das zu tun. Regierungen dürfen ihr Volk niemals anlügen, egal aus welchem Grund. Vielen Dank. Ist es vorstellbar, dass das amerikanische Militär im Besitz abgestürzter UFOs ist? Ach ja, möglich ist das schon. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, denn dass Außerirdische, die die Fähigkeit haben, von weit her zu kommen, entweder aus der Zukunft oder aus fremden Sonnensystem, dass die hier zu Bruch gehen, das ist sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass sie hier etwas hinlegen, was dann so aussieht, wie wenn es aus Versehen kaputt gegangen ist. Ist vielleicht absichtlich hingelegt worden. Vielleicht diese Roswell-Reste,
dass die schon so früh, als die ganze Sichtung losgegangen ist, gesehen wurde, das deutet darauf hin, dass sie sagen, hier, so sehen die Insassen aus und so sieht unser Gerät aus. Nur versucht nicht, uns abzuschießen. Jetzt seht ihr eben, das sind wir. Das kann schon sein, aber das ist Spekulation. Sollten wirklich Außerirdische der Grund für diese Himmelserscheinungen sein? Warum besuchen sie uns? Folgendes geschah im März 1967 in einer Abschusseinrichtung für Nuklearraketen. Im März 1967 diente ich auf dem Luftstützpunkt Maelstrom in Montana und war für Raketenstarts zuständig, von Minuteman-Raketen. Am frühen Morgen des 16. März 1967 bekam ich einen Anruf vom Hauptsicherheitsbediensteten oben. Wir hatten, soweit ich mich erinnere, 6 Luftsicherheitsbeamte da oben. Ich befand mich ca. 18 Meter unter der Erde in einer Kapsel. Und überwachte die 10 Minuteman-Raketen mit Atomsprengköpfen. An diesem Morgen rief man mich an, weil seltsame Lichter am Himmel waren. Ich maß dem Anruf keine Bedeutung bei und wies sie an, mich anzurufen, falls etwas Bedeutenderes geschehen sollte. Nach diesem Gespräch wurde ich erneut angerufen. Diesmal klang der Beamte unruhiger. Er hatte große Angst. Er sagte, da sei ein helles, rotglühendes Objekt, das vor dem Eingangstor schwebe. Es hatte eine ovale Form. Alle Sicherheitsbeamten standen mit gezogener Waffe da draußen. Direkt nach dem Anruf weckte ich meinen Kommandeur, Oberst AD Fred Mywald, und ich erzählte ihm von den Anrufen. Während ich mit ihm am Telefon sprach, fuhr eine Waffe nach der anderen runter. Eine nach der anderen. Sie wechselten in den Außerbetriebmodus und konnten nicht gestartet werden. Wir verloren 6 bis 8 Raketen an diesem Morgen, nur ein paar Minuten nach dem Anruf wegen des UFOs am Eingangstor. Als wir den Gefechtsstand informierten, teilte man uns mit, dass ein sehr ähnliches Ereignis bei Echo Flight stattgefunden hatte. Ich war bei Oscar Flight. Sie hatten unter sehr ähnlichen Umständen alle ihre 10 Raketen verloren. UFOs waren über der Startvorrichtung gesichtet worden. Wartungs- und Sicherheitspersonal hatte die UFOs an dieser Stelle gemeldet. Der Kommandeur dieses Luftstützpunkts war Eric Carlson. Er schied ebenfalls als Oberst aus dem Dienst aus. Der stellvertretende Kommandeur hieß Walt Fiegel, der als Oberstleutnant ausschied. Wir haben die Zeugen und Namen, die ich gerade erwähnt habe, die bereits Stellung dazu genommen haben. Sie werden dies bestätigen. Durch den Freedom of Information Act haben wir Dokumente von der Luftwaffe, die den Echo-Flight-Vorfall beschreiben. Darin werden auch UFOs erwähnt. Wir haben weiterhin Fernschreiben über diesen Vorfall. In einem davon heißt es, die Tatsache, dass für den Ausfall von 10 Raketen keine Ursache festgestellt werden kann, gibt dem Hauptquartier Anlass zu tiefer Besorgnis. Das war vom strategischen Luftkommando. Uns liegen die Fernschreiben vor. Ich habe 12 Zeugen, die Teile dieser Geschichte bestätigen werden. Darunter ist ein Mann, der diesen Vorfall später für die Luftwaffe untersuchte. Sie werden vom nächsten Zeugen gleich mehr davon erfahren. Ein weiterer Wächter hat zur selben Zeit ein UFO gesehen.
Und ein Officer, der als Oberst ausschied, berichtete ebenfalls von UFOs. Zusätzlich habe ich den kompletten Bericht über einen Vorfall aus Minot, North Dakota, der sich im August 1966 auf dem Luftstützpunkt Minot ereignete. Ein sehr ähnlicher Fall. Sichtung eines UFOs über Raketensilos. Ein weiterer UFO-Vorfall wurde von der Luftwaffe untersucht, unmittelbar nach unserem Ereignis, circa eine Woche danach. Ich bin bereit, die Wahrheit all der von mir erwähnten Vorfälle zu bezeugen, und zwar vor dem Kongress, unter Eid. Vielen Dank. In den Vereinigten Staaten gab es Vorfälle, bei denen unerklärbare Lichterscheinungen anscheinend Nuklearraketen außer Betrieb setzten. Halten Sie das für möglich? Naja, also nicht Lichterscheinungen waren das, sondern das waren ja richtige handfeste Teller, wo die Zeugen sagten, es waren groß wie ein Fußballfeld. Natürlich ein amerikanisches, von amerikanischen Dimensionen müsste man ja wohl sagen. Aber doch erheblich groß. Und wenn so etwas in die Nähe von Sperrbezirken kommt und zur gleichen Zeit werden die 11 interkontinentalen Raketen außer Betrieb gesetzt, dann ist das schon verdächtig. Und die Militärs haben ja auch ihre Bestürzung darüber offengelegt, in den Papieren, die jetzt verfügbar sind über die Freedom of Information Act, also die Akte zur Freigabe der Information, kriegt man jetzt diese Dinge, die früher geschehen sind, raus. Und was jetzt noch passiert ist, also in den letzten Jahren und Jahrzehnten, lässt ja darauf schließen, dass die Russen mit ähnlichen Dingen konfrontiert worden sind. Der wahrscheinlich meistgelesene Autor deutscher Sprache, der sich auch mit dem UFO-Phänomen beschäftigt, ist Erich von Däniken. Wir konnten Herrn Däniken zum religiösen Aspekt des Problems befragen. Wir befinden uns im Kulturzentrum Wernigerode, wo wir gleich Herrn Erich von Däniken Fragen zu unserem Thema UFO stellen werden. Wir alle wissen, die sich damit beschäftigen, mit UFOs, dass es leider in der Szene auch einigen Unsinn gibt. Trotzdem gibt es ein paar sehr, sehr gründliche, analysierte UFO-Fälle. Ich bin persönlich einigen nachgegangen. Und ich schwanke so dazwischen, sind das Vorboten von Außerirdischen, die uns beobachten, die zum Beispiel wissen wollen, wie weit ist unser Stand der Technologie, was für Sprachen reden wir, vielleicht auch was für Viren, Bakterien gibt es, könnten wir gefährlich sein, etc., die uns beobachten, bevor sie eingreifen. Oder, das ist die zweite Variante, handelt es sich um Zeitreisende. Kommt hier etwas aus einer anderen Dimension, das uns beobachtet, kaum lange sichtbar ist und damit verschwindet. Eines bin ich überzeugt, irgendwann tauchen die Außerirdischen wieder auf. Ob jetzt UFOs oder nicht UFOs, denn der Wiederkunftsgedanke ist uraltes Gedankengut bei allen Kulturen bis in die heutigen Religionen. Und es gibt Überlieferungen, die direkt sagen, die sogenannten Götter würden wiederkehren. Überall auf der Welt nehmen UFO-Sichtungen ständig zu. Doch seit wann werden wir besucht? Finden sich Andeutungen bereits in der Heiligen Schrift? Die Bibel ist ein einziges Durcheinander. Autoren verschiedener Zeiten über verschiedene Dinge, gemischt mit hebräischer, israelitischer Geschichte. Jedenfalls ist die Bibel mit Sicherheit nicht das Wort Gottes. Aber in der Bibel finden Sie ganz klare Überlieferungen, die Außerirdische betreffen. Zum Beispiel bei Moses, wenn der sogenannte liebe Gott auf den heiligen Berg herniederfährt, mit Rauch, Feuer, Beben, Lärm, Gestank. Und bevor er das tut, befiehlt er dem Moses, der Moses solle einen Zaun um den Berg herum bauen, damit das Volk Israel nicht hereinbreche. Ich bin ein gläubiger Mensch, aber mein lieber Gott braucht nicht zuerst einen Zaun zum Schutze, der kommt von alleine runter. Zweitens beim Propheten Hesekiel im Alten Testament. Hesekiel ist Augenzeuge, er schreibt in der ersten Person, was er sieht. Ein Fahrzeug rast hernieder, er beschreibt die Räder, die Flügel, den Lärm, den das Fahrzeug macht. Er nennt das Ganze zwar die Herrlichkeit des Herrn, aber es ist eine Beschreibung definitiv von einem außerirdischen Fahrzeug. Die Religion, die ja alle glauben, sie seien im Recht mit ihrer Religion, und sollen sie ja auch ruhig meinen,
Hier geht es ja nicht um Wissen, hier geht es um Glauben. Und dann, man kann ja glauben, dass man da, dass das richtig ist, woran man glaubt. Muss nicht die Wahrheit sein, aber man kann es ja glauben. Wenn jetzt diese andere Intelligenz kommt, wird sie natürlich weder katholisch noch muslimisch oder buddhistisch kommen, sondern es wird etwas ganz, ganz anderes sein. Und wir merken das ja auch schon, sie demonstrieren uns ja manche Dinge, die wir in unseren Religionen gar nicht für möglich halten. Also da wird es ein Umdenken geben müssen. Man wird vielleicht an seinen alten religiösen Ansichten festhalten, aber man muss immer sehen, wie kann man mit dieser anderen Wirklichkeit und mit der neuen Religion in Übereinkunft gehen. Die Katholen würden sich dann fragen, wie ist denn das? Gab es dann auch einen Jesus, der bei den Außerirdischen dann nun dann auch für die Erbsünde gestorben ist, oder was ist da los? Also da wird natürlich ein Umdenken vonnöten sein. Sind die Religionen der Schlüssel zur Lösung des UFO-Phänomens? Der amerikanische Präsident Jimmy Carter versuchte nach seinem Amtsantritt 1977, geheime UFO-Archive des Vatikans einzusehen. Der hiermit beauftragte Rechtsanwalt Daniel Sheehan, Rechtsleiter des US-Jesuitenzentrums, berichtet Erstaunliches. Die Forschungsabteilung für Wissenschaft und Technik des Kongresses unter der Führung von Marsha Smith wurde beauftragt, eine umfassende Studie über die Existenz außerirdischer Intelligenz sowie deren Zusammenhang mit dem UFO-Phänomen durchzuführen. Miss Smith kontaktierte mich und fragte mich in meiner Eigenschaft als Rechtsleiter des US-Jesuitenzentrums beim Nationalbüro für Soziales, ob wir versuchen könnten, Zugang zur Bibliothek des Vatikans zu erhalten, um an die Informationen des Vatikans über außerirdische Intelligenz und das UFO-Phänomen heranzukommen. Das versuchte ich mit Genehmigung von Pater William J. Davis, dem Direktor des Nationalbüros. Der Zugang wurde uns verwehrt. Der Jesuitenorden der Vereinigten Staaten durfte die Informationen der Bibliothek des Vatikans nicht einsehen. Nachdem ich dies Miss Smith berichtet hatte, bat sie mich um die Teilnahme an einem Projekt, zu dem ich später bei der Fragerunde oder gegenüber Einzelnen gerne Auskunft gebe. Ich erhielt als Sonderberater der Bibliothek des Kongressforschungsdienstes Zugang zum geheimen Teil des Projektes Blue Book der Luftwaffe. Damals, ungefähr im Mai 1977, ging ich ins Madison-Gebäude der US-Kongressbibliothek. Doch niemand war da. Es war brandneu. Man brachte mich zu einem Kellerbüro mit zwei Wächtern vor der Tür. Ein Dritter saß an einem Tisch, nahm meine Papiere auf und überprüfte, ob ich wirklich Sonderberater beim Forschungsdienst der US-Kongressbibliothek war. Dann wurde ich in den Raum gelassen. Ich fand dort Fotos, ungefähr ein Dutzend Fotos von etwas, das zweifelsfrei ein UFO am Boden war. Es war abgestürzt, hatte eine Schneise durch den Schnee gezogen und war in einer Böschung liegen geblieben. Personal der US-Luftwaffe stand um das Gerät herum und machte Fotos. Auf einem der Fotos waren einige Symbole an der Seite des Geräts zu erkennen. Ich suchte weiter und fand eine Nahaufnahme dieser Symbole. Man hatte mir verboten, Notizen zu machen. Meine Mappe und alle Papiere hatte ich draußen lassen müssen. Doch ich hatte einen Notizblock mitgebracht. Ich öffnete also den Notizblock und stellte den Overhead-Projektor auf die Größe des Kartonrückens am Block ein und ich ritzte die Symbole von dem Fluggerät dort ein. Ich schloss den Notizblock, stellte das Mikrofisch zurück in den Behälter, machte die Schachtel zu und sagte mir, Zeit zu gehen.
Ich nahm den Block und verließ das Büro. Da stoppte mich ein Sicherheitsbeamter. Einer sagte: Was haben Sie denn hier, Mr. Sheen? Ich übergab ihm den Notizblock und er blätterte alle Seiten durch, entdeckte aber meine Ritzzeichnung nicht. Ich nahm diese also mit und brachte sie zum US-Jesuitenzentrum. Bei einem Meeting mit dem Team und Pater William J. Davis berichtete ich alles. Ich wurde damals vom Jesuitenzentrum autorisiert, dem Nationalen Kirchenrat Bericht zu erstatten und zu beantragen, dass die 54 großen Glaubensgemeinschaften des Landes eine umfassende Studie über außerirdische Intelligenz durchführen sollten. Dies lehnten sie ab. Der amerikanische Präsident Jimmy Carter versuchte, Informationen vom Vatikan zu erhalten und UFO-Akten öffentlich zu machen. Was wurde daraus? Wahrscheinlich ist es immer so, wenn man noch nicht Präsident ist und in der Vorphase, dann nimmt man sich vieles vor, was man aber nicht durchsetzen kann, und zwar auf Einwurf der Administration. Die Leute, die ihn dann beraten haben, den Jimmy Carter, haben, und zwar ganz zu Recht, darauf hingewiesen: Du machst dich lächerlich, wenn du jetzt überhaupt dich noch mit UFOs beschäftigst oder diese Sachen dann die Akten freigeben willst. Er hat ja geschwiegen dazu. Und es gibt ein Buch, was voll ist mit Leserbriefen. Die Bevölkerung hat es ihm ja übel genommen, dass die Berichte nicht veröffentlicht wurden. Aber was soll er denn machen? Er kann ja nicht sagen, wir haben ja etwas, von dem wir nur wissen, dass wir nichts über die Herkunft wissen. Er muss sich ja erstmal im Klaren sein, ob es eine Gefahr ist, ob es eine Gefahr wird und was man, wie man das kontrollieren kann. Kann man eine Sache nicht kontrollieren, dann verschweigt man doch lieber, dass einem das nicht gelingt. Vielleicht hat das der Jimmy Carter gar nicht gewusst. Ich war so in den späten 70er Jahren in Washington mit dem Luftfahrtpresseclub und wir hatten die Möglichkeit, in die ausgelagerten Hallen der Smithsonian Institution zu gehen. Das sind alte Kasernen gewesen, in denen das Material stand zum Thema Luftfahrtgeschichte, was im großen Museum in Washington, im Air Space Museum, keinen Platz gefunden hatte. Und da haben wir das gesehen, was wir glaubten, gar nicht sehen zu dürfen, nämlich fliegende Untertassen. Das waren natürlich keine von fremden Gestirnen, sondern sie sind auf der Erde in USA gebaut worden und haben offensichtlich in den späten 50er Jahren unter strengster Geheimhaltung dort den ein oder anderen Passanten oder auch mal einen Bauern ziemlich verwirrt. Die sind tatsächlich geflogen, man hat das Prinzip dann wieder verworfen. Nun muss man dazu sagen, dass es schon in Deutschland zu Kriegszeiten und vor dem Krieg Entwicklungen gab, die in diese Richtung zielten. Also dazu gehört der Flugzeugbauer Horton zum Beispiel, der nur Flügler gebaut hat. Und selbst in die Zukunft hinein betrachtet, muss man davon ausgehen, dass unter Umständen ein Fluggerät in ferner Zukunft einmal kommen könnte, das aussieht wie eine fliegende Untertasse. Da gibt es Studien bei Airbus, da gibt es Studien bei Boeing. Der Discus ist ein geniales Fluggerät, so viel ist klar. Nach unseren umfangreichen Recherchen scheint es gesichert, dass unerklärliche Himmelserscheinungen zu unserem täglichen Leben gehören. Doch über ihre Herkunft herrscht kein Konsens in der Wissenschaft. Ob Zeitreisende, außerirdische Intelligenzen oder alte Götter. Diese Frage bleibt unbeantwortet.